heute mal wieder ein Movie von mir. Falls euch meine Movies gefallen, sehr gern Abo, Like da lassen. Natürlich auch auf meinem neuen Kanal, den blende ich euch in die Kommentare ein. Ansonsten, Comment benimmt sie. Und wer genau wissen will, wann ich online komme, sollte die Glocke noch betätigen. So, wir befinden uns heute mal im Garten Royal Plaza. Und zwar hat das zwei Eingänge. Wir haben einmal den Eingang an der Second Road, da befinden wir uns gerade. So, ihr seht es hier. Das ist die Second Road beim Avani Hotel. Und ansonsten, ja, haben wir hier das Hotel. Und damit ihr das mal besser seht, hier fliegt das Flugzeug rein oder ist mal reingeflogen, sagen wir es mal so. So, es sind auch Parkmöglichkeiten hier. Man kann ja mit dem Auto und mit dem Moped reinfahren. Allerdings ist hier bezahlen mit dem Moped die Stunde 10 Baht und Auto wird wahrscheinlich etwas teurer sein. So, wir gehen mal rein. Es erstreckt sich über 4 Etagen, obwohl ich der Meinung bin jetzt, dass die 4. Etage zu hat. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich würde sagen, bevor wir reingehen, machen wir unseren ersten Werbeblock. Also, Werbung! So, hier sind wir. Wir sind, haben natürlich gleich hier Verkaufsstände, ihr seht's. Angeboten. Allerdings müsst ihr da immer vorsichtig sein, weil im meisten Fall ist es so, dass die Kontos noch nicht gebaut sind und sich von dem Geld, was ihr ja jetzt da lasst, weitergebaut wird. Das heißt, wenn natürlich das Konto mal pleite macht, dann habt ihr echt Pech gehabt. So, hier geht's weiter mit Sonderverkauf. Es ist allgemein Sportsachen. Da drüben haben wir Kindersachen, aber das können wir auf dem Rückweg sehen. So, Zuckerfamilie. Auch sehr schön. Und ich würde sagen, mit den Bildern gehen wir in die Werbung.
So, hier haben wir einen Schmuckladen. Wie gesagt, hier haben wir den Sonderverkauf. Also in der gesamten Mitte ist Sonderverkauf. Und von vorne bis hinten. Es ist so, dass hier früher alles Stände waren, von gefälschten Waren, was man wahrscheinlich jetzt bereinigt hat, beziehungsweise ein paar sind hier übrig geblieben. Ansonsten seht ihr ja, alles an für sich sehr gute Preise. So, wir gucken mal, hier drüben haben wir noch einen Brillenladen. Ein Kinder- und Spielzeugladen mit Taschen. Hier hinten sind die Toiletten mit Massagestühle. An sich sehr angenehm, wenn es draußen sehr, sehr warm ist. Weil es hier ganz schön kühl ist. So, wir gehen mal rüber. Hier haben wir noch Hüte, Souvenirs, Uhren. Ja, ihr seht schon, gefälschte 550 Spezialpreis. Ansonsten Outdoor-Sport, Kinderwaren und wir bleiben am besten mal in der Mitte, da können wir es am besten sehen. Also, wie gesagt, es gibt hier viel und allerlei Spielzeug, Bonbon-Süßigkeiten, hier haben wir wieder Kleider für die Damenwelt. Ansonsten haben wir hier einen schönen Eiscreme-Shop, Svensens. Ist sehr, sehr lecker, allerdings auch ganz schön am Preis. So, hier haben wir einen Souvenirladen. Hier haben wir eigentlich nur noch Outlet-Stores, sehe ich gerade. Und hier sind wir wieder bei ganz normalen Klamotten. So, es geht so mit der Kundschaft. Es ist angenehm gefüllt. Es ist Donnerstag, 13.27 Uhr. Der Uhrenladen. Dann hier riecht es sehr gut. Und wir gehen am besten mal in der Mitte durch. Und dann sehen das ja alle. So. Spielzeug, Hundebedarf. Ja, manchmal nicht so ersichtlich. Ansonsten Handyhüllen, Schmuck. Ja, das kenne ich so. Das sind so diese Lädchen, wo es eigentlich nicht so Originale gibt. Man sieht es ja am Preis. Feuerzeuge, Uhren, Socken. Also alles, was das Herz begehrt. Ihr seht hier, Schuhe, was haben wir hier noch, ein Sachenladen für Kinder und Erwachsene. Schuhe, alles, also man kann hier sehr schön shoppen. Unsere indischen Mitbürger sind auch wieder am Start. Superman, Spider-Man und hier gehen wir jetzt mal Richtung Beach Road. Ich habe das eben schon mal erwähnt. Man kann hier von zwei Seiten reinkommen. Doch bevor man dahin gehen wird, ich gehe mal in die Werbung. So, hier sind wir wieder. Hier hat man früher eigentlich KFC, aber es ist jetzt ein chinesisches Restaurant, allerdings sehr schön gemacht. Ihr seht, falls einer kein Geld mit hat, ist natürlich auch für ATMs gesorgt. Und hier haben wir ja wieder die Verkaufsläden für die Kontos. So, wir gehen mal raus. Und zwar sind wir jetzt an der Beach Road. Damit ihr das auch mal seht, wir waren ja die Tage hier und haben den Beach hier abgefilmt. Ihr seht, es ist alles sehr neu, sehr schick. Und hier kann man natürlich, ist eine riesen Essensstraße.
Also wenn wir Subway, Pizzeria, McDonalds und. Was auch neu ist, ist der Fahrstuhl hier. Aber wir wollen ja drinnen sein. So, wir sind immer noch in der ersten Etage. Ihr seht, wir haben hier wieder die diversen Verkaufsstände. Die gibt es eigentlich schon immer hier. Ansonsten hatte ich ja schon erwähnt, Subway, KFC. Oder sagen wir sowas Ähnliches. Seitzler, Burger King und indisches Restaurant. So, ich würde sagen, wir sind hier unten mit der ersten Etage durch. Hier ist noch ein Kaffee, Starbucks. Ansonsten, das hatte ich ja schon erwähnt, die Elitchen hier. Und ich würde sagen, wir gehen mal hoch. Bevor wir hochgehen, ich sage, gehen wir kurz in die Werbung und dann kommt der Schlussteil. So, wir sind in der zweiten Etage. Wir gehen mal hier rum. So, was haben wir hier? Hier haben wir Sachenläden. Hier ist natürlich nicht so sehr voll. Das ist ein großer Bär zum Fotografieren, da hat man extra eine Bank davor gestellt. Und ansonsten, ja, haben wir hier Drogerie-ähnliches Geschäft. Natürlich ein Zahnarzt. Ja, Blumenlädchen hätte ich jetzt gesagt. Und hier für die Kinder, dass die Kinder spielen können. Ansonsten haben wir hier einen Maler. Ja, ich kann ja auch malen. Einige Bilder sind nicht so schicki wie der Elefant hier, aber sehr, sehr schön anzusehen. Allein von der Farbe. So, ein paar Lädchen haben wir auch noch frei zur Vermietung. Über den Laden, den kennen fast alle. Da brauchen wir ja nicht weiter reden. Hier ist alles sehr, sehr billig und immer sehr, sehr. Also es ist auch immer voll, immer Leute drin, weil es natürlich super, super billig ist. Ansonsten haben wir da hinten noch keine Läden, hier wird auch noch, ja, was das so direkt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich für Party anmieten oder sonstiges. Ansonsten würde ich sagen, haben wir hier, ja, das weiß ich nicht genau, da müssen wir nochmal gucken. Hier mal wieder die diversen Lädchen. Any Fashion. Und hier ja, Spielzeugladen würde ich sagen. So, hier haben wir natürlich auch für die Kinder eine Spieloase. Wo die Kinder sich belustigen könnt und ihr könnt einkaufen gehen. So, also wir gehen mal weiter. Hier haben wir noch einen Sportladen. Allerdings ist in der zweiten Etage nicht so viel los. Ihr seht, eigentlich fast alles leer, die Gänge leer. Die Lädchen etwas leer. Also hier haben wir vielleicht zwei, drei Leute auf dem Gang. Ist wahrscheinlich interessanter unten. Also mit den Bildern würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Der zweite Teil kommt morgen oder etwas später, das wissen wir noch nicht.
ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu, guckt zahlreich und werdet alle glücklich. Wie gesagt, hier kann man schön shoppen. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich in der Hochsaison mehr los ist. Also, bis die Tage, euer Tattoo-Man, bye bye und freut euch auf Teil 2, weil dann gehen wir auch zu Replays. Also, bis gleich, bis später, bis morgen. Leute, das neue Video geht da! Oder zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da! Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen, Abo! Abo! Abonnieren! Naja, irgendwo! Abo!